Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch noch schnell ein neues Spiel von mir zeigen, was ich mir neu runtergeladen habe. Und zwar ist es wieder ein Rum-Hack von Super Mario Run, was eigentlich der einzige Rum-Hack von dem Spiel ist. Und zwar heißt es jetzt ab sofort Super Mario Run 64 von der N64, wie Super Mario 64 für den normalen 64. Und ja, ich werde euch das Spiel mal kurz vorstellen und mal zeigen, was es eigentlich für ein Spiel ist. Und ja, ich werde es euch einfach mal diesem Video mal kurz zeigen. Da braucht man einen Emulator dazu, also das heißt nicht, dass es per App verfügbar ist, sondern als Emulatorspiel. Da es ja von der Super Mario 64 Edition stammt. Und der Emulator, der am besten funktioniert, ist der Mupen 64 OID Emulator. Den würde ich euch sehr gerne empfehlen, weil das ist der einzige Emulator, was das Spiel eigentlich richtig abspielen lässt. Und ja, da sieht man schon Super Mario Run 64 und ich habe das schon mal einmal durchgespielt, fand es auch sehr cool. Und heute werde ich es euch jetzt mal zeigen. Man muss immer neu starten, also fortsetzen geht leider nicht. Und damit drücken wir einfach mal Start. Da braucht man nur A drücken, also mit einer Hand. Und ja. Eigentlich ist es genauso wie Super Mario Run auf Android-Gerät, also als App. Aber das ist halt die Rum-Hack-Version. Die Musik ist super, also. Passt sehr gut. Das ist die Super Mario Bros. Overworld in Super Mario 64 Peach Castle Edition. Also, wenn man es halt umändern wird, mit so einem speziellen Editor, kann man halt diese Musik auch nachmachen, aber das habe ich mir jetzt momentan nicht. Aber die Hacker machen es mal wieder mal möglich. Da müsst ihr übrigens euren Ordner zuerst mal auswählen. Dann mache ich jetzt mal einen kleinen Schnitt. So, auch nochmal wegen dem kleinen Unterbrechung. Ich habe gerade einen Fehler gemerkt. Und zwar müsst ihr halt immer schauen, wenn ihr halt dieses Ding runterladet. Also diese Datei von Super Mario Run 64, das ist keine Einzeldatei, also nicht von Super Mario 64, also eine Room-Datei, sondern eine gepackte Datei mit einer Z64 hin dran. Und das heißt, dass man das nicht ändern kann, also ja, wenn man ein RAR-Programm hat, wie ich, dann kann man es nicht entpacken, weil das Dateiformat wird leider nicht unterstützt. Und deshalb muss man es gepackt lassen, um das spielen zu können, ansonsten ist die Datei futsch und dann muss man sich das neue Ding erneut runterladen. Und deshalb hat man auch gesehen, dass die Ladezeit ein bisschen länger war und deshalb habe ich es einfach nochmal überprüft und jetzt geht's, glaub wieder. Und jetzt werde ich es euch einfach mal nochmal erneut zeigen. So. So, neu starten. Okay. Steuerung funktioniert ja auch sehr gut, also. So. Habt ihr schon mal geschafft, hier alle Münzen einzusammeln? Ich noch nicht, also. Ich werde es auch nicht versuchen, weil ja. Es gibt genau 100 Münzen in diesem Spiel hier. Ah, bei dieser Stelle hapert es immer, aber. Man kann es nicht ändern, man fliegt halt einfach mal runter. Und was macht er jetzt? Genau, das werden wir jetzt auch machen, Mario. Und so, gehen wir hier aus. Warte, da oben kann man übrigens suchen, also ja, wenn man die Datei nicht findet, kann man übrigens hier oben suchen. Aber ich habe sie jetzt hier schon, dann können wir jetzt ja noch einen Versuch starten. Und mal Claiming lauter machen. Da. It's me, Mario. So. Eigentlich ist es wie ein normales Mario 64 Level, aber wurde halt so umprogrammiert, dass man halt nicht rennen kann, also mit dem Schiebepad hier, sondern einfach nur Atem drücken muss, wie bei Super Mario Run. Ja, du mich auch. Ja, ich hab, ja, bis zum Ziel habe ich schon mal geschafft, aber schon eine harte Strecke bis dahin, aber ich kann es euch nur empfehlen. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen, außer, ah, da kann man hier noch in die Einstellung reingehen. Aber das
Bleibt wieder mal bei der Ladezeit oder hat sich Sins aufgehängt? Ah, nee. Nee, das war's auch nicht. Ah, nee, hier kann man zum Beispiel noch Tools verwenden, also Cheats und so, aber das mache ich jetzt leider nicht, denn man will ja das Spiel ordentlich durchspielen. Was gibt's eigentlich noch an Ordner? Ah, da kann man übrigens noch ein paar Einstellungen machen von der Room-Datei, aber das mache ich jetzt nicht. So, und dann versuchen wir uns das einfach nochmal. Das ist übrigens mein letzter Versuch, weil sonst wird das Video ein bisschen zu lang. Und ja. Kommt übrigens kein Bildschirm mit Super Mario 64 als Logo, aber... Geh einfach mal hier oben lang. Ah! Habt ihr schon mal versucht, hier hochzukommen? Also ohne Wandjump oder so. So, dann gibt's hier eine Brücke. Da müsst ihr hüpfen, weil sonst hängt er sich auf. Ja, und wenn er einmal blöd aufkommt, ist er zu langsam und dann fällt man runter. Ja, Game Over. Nein, das mache ich jetzt nicht, Mario. Denn das war's schon von mir aus. Den Link packe ich euch noch in die Beschreibung, wenn ihr es euch auch mal ausprobieren wollt. Und deshalb, ja, ich finde das Spiel eigentlich für gut. Und leider schade, dass es nur ein Level gibt, aber vielleicht entwickelt sich da noch was und dann kann man auch ein paar mehr Level spielen. Aber bis dahin reicht's einmal, aber ich finde das Spiel eigentlich voll gut. Und deshalb sage ich euch, wenn es euch gefallen hat, dass ihr vielleicht ein Like oder Abo da lasst, um meinen Kanal zu unterstützen. Und deshalb sage ich auch bis dahin ciao und vielleicht wird es nächstes Mal wieder eine Homebrew-Anwendung geben. Jetzt vom 3DS. Also das war's von mir aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Video.